Wie ist es mit dem Gedanken, eine einzige Rolle für mich allein? Es ist kein neutraler Gedanke. Ist es ein falscher? Werde ich zu falschem Denken aufgefordert? Oder ist es ein wahrer Gedanke? Als Alternative zu: Ich brauche einen Verbündeten. Nein, wenn ich den Kurs mache, suche ich nicht gleich jemanden, der auch den Kurs macht. Ich suche keinen Verbündeten. Einfach eine Rolle für mich allein, um allen ein Bruder werden zu können. Da brauche ich keinen Verbündeten. Eine ganz liebevolle, brüderliche, gütige, kluge, friedliche, weise, vernünftige, notwendige, verpflichtende Idee. Überhaupt nicht neutral, aber wirklich auch nicht falsch. Endlich etwas, wo ich nicht gleich einen Verbündeten suchen muss. Wie kann ich dann durch die Straßen gehen? Wie kann ich mein Leben wahrnehmen, lernen? Im Lauf von Jahren kann ich endlich lernen, mich und dich mit der Liebe zu identifizieren. Im Lauf von Jahren. Nicht in einem Liebes jetzt identifizieren wir beide uns mit der Liebe. Nein, nicht so schnell, nicht so hastig. Schon geduldig. In jeder Begegnung ist das möglich. Ich suche ja keinen Verbündeten. In einer ganz bestimmten Verpflichtung. Also neutrale Gedanken sind die Leitgedanken nicht und die Gedanken, die in dem Buch stehen. Das sind schon wahre Gedanken, um das Falsche zu berichtigen, unsere falschen Gedanken. So viel Einsicht muss ich schon haben, wenn ich die Gedanken, die Leitgedanken meiner Lektionen denken lerne. Und des Textbuchs und des Handbuchs. Aus denen entsteht keine falsche Wahrnehmung. Wirklich nicht.
Weder wenn ich im Café bin, noch wenn ich in der Fußgängerzone bin, noch wenn ich an meine Eltern denke, da entsteht keine falsche Wahrnehmung für mich in meinem Gewahrsein der Welt. Da heilt alles. Und auch der Gedanke, ein stiller Geist ist keine geringe Gabe, ist kein neutraler Gedanke. Wenn ich ihn verallgemeine, dann habe ich eine sehr stille Wahrnehmung von allem und jedem, ständig. Nicht nur manchmal, das wäre falsch. Wenn ich mir einfach vorstelle, eine Gruppe Rechter und eine Gruppe Linker steht sich gegenüber. Und ich würde dazwischen stehen und stehen und den Rechten an meine linke Hand nehmen und den Linken an meine rechte Hand. Und einer
An meiner rechten Hand hätte ich seine linke Hand und an meiner linken Hand hätte ich seine rechte Hand. Und uns würde nur die Beziehung interessieren. Nicht, womit haben sich die Rechten verbunden und die Linken verbunden? Womit haben sich die Veganer verbunden und womit haben sich die Fleischfresser verbunden? Und womit haben sich die Demokraten verbunden? Und womit die Diktatoren? Und womit die Bluesfans? Und womit die Volksmusikfans? Und womit die Christen? Und womit die Buddhisten? Wenn mich das alles überhaupt nicht mehr interessiert, weil ich immer nur, wenn ich mit jemandem verbünde, dann immer gegen jemanden, weil ich eine Idee habe, die ich partout nicht mit jedem teilen will. Aber ich will auch nicht allein sein, ich suche einen Verbündeten, sofort. Wer mag das, was ich mag, auch? Wer ist das, was ich bin, auch? Ein Beatle-Fan, ein Klimaaktivist, ein Tierschützer, ein Heilpraktiker. Wer ist das, was ich bin, auch? Und wer nicht? Weil ich Ideen habe, weil ich ja Gedanken habe, und zwar ich als der Naturschützer habe meine eigenen Gedanken, meine Ziele, und du willst aber die Wälder abholzen und suchst dir auch Verbündete. Oder ich will Fußball spielen, brauche aber einen Verbündeten, und du willst Tennis spielen. Und ich will Fußball spielen, aber ich brauche einen Gegner. Eine gegnerische Mannschaft, die aber dasselbe macht wie ich. Fußball spielen. Und wenn ich beim HSV bin und du bei Bayern München, dann bist du nicht mein Verbündeter. Also sag du mir nicht, dass Sport verbindet, Sport trennt oder Musik verbindet oder eine Religion verbindet oder eine Partei verbindet oder die Idee Ökohäuser verbindet. Nein, wo es einen Feind gibt, ist natürlich keine. Was würde der Kurs sagen? Entweder du bist mit allen in Beziehung oder du bist es nicht. Oder du teilst absichtlich die Trennung. Teilst mit deinem Verbündeten die Trennung von anderen Verbündeten. Und das ist erstmal die Liebesbeziehung und die Freundschaft und die Nachbarschaft und die Fußballmannschaft. Und die, na, alle diese Sekten, diese Gruppenbildungen, die einen Kult haben, die einem Götzen dienen. Und die sind untereinander freundschaftlich verfeindet. Die müssen sich besiegen. Und die sprechen auch von Kämpfen, von Angreifen,
und verteidigen. Von Stürmen, von Siegen und Verlieren. Und sie kämpfen um den Sieg. Und kämpfen ist ein Begriff aus der Kriegsführung. Einen Verteidiger, einen Angreifer auf das gegnerische Tor. Ein ganz harmloses Spiel. Und da gibt es Revanche, da gibt es Rache. Das Ego sucht Verbündete. Und das ist bei allem, was du machst. Wenn du nicht allein sein willst, brauchst du einen Gedanken, den schätzt du wert, und suchst einen Verbündeten. Und selbst wenn du denselben Gedanken hast, Rocker, gibt es immer noch gegnerische Rocker. Wenn du den Gedanken hast, Arzt, gibt es immer noch eine gegnerische Mannschaft. Wenn du in die Disco gehst und eine Freundin suchst, hast du sicher Gegner, mit denen kämpfst um die Beute. Und da gibt es den Sieger, der schleppt die Braut mit heim, und den Verlierer. Und die Braut hat natürlich auch, weil sie ist ja nicht die einzige Frau in der Disco, sucht einen Verbündeten und hat einen Gegner. Und selbstverständlich wäre ihre beste Freundin jetzt eine Feindin. So schnell werden beste Freundinnen beste Feindinnen. Hey ja, lass die Finger von dem. Ich warne dich. Sonst bist du nicht länger meine Verbündete. Meine Verbündete. Und das siehst du im Kindergarten. Und das Ego, wenn ich ein individuelles Bewusstsein habe, dann suche ich Verbündete. Aber ich bin nicht jedem ein Bruder. Nicht jede Begegnung ist eine verpflichtende Beziehung. Da brauche ich eine Rolle für mich allein. Und da geht es nicht um einen neuen Kult. Und Wunder stehen auch nicht unter meiner bewussten Kontrolle. Wen will ich maximal lieben? Sondern da gehe ich einen ganz anderen Weg. Da bin ich nie hinter einer Front, in einer bestimmten Gruppe. Da gehe ich immer zwischen den schon gebildeten Fronten, weil jede Gruppe Verbündeter hat eine gegnerische Gruppe, und da ist eine Front. Da muss ich mich abgrenzen. Da bist du nicht, selbst wenn ich Franziskaner Bruder wäre, ein Benediktiner Bruder, der gehört einer anderen Brüderschaft an. Das ist eine andere Brüderschaft. Also der gehört nicht zu unserem Konvent. Nicht zu unserer Brüderschaft. Das ist nicht unser Bruder. Das siehst du doch schon an der Kutte.
hat eine andere Ordenszugehörigkeit, andere Parteizugehörigkeit, eine andere Glaubensgemeinschaft, eine andere Kirche, ein anderer Ashram. Selbst da. Nee, der gehört nicht zu uns. Auf irgendeine Art und Weise nicht zu uns. Nein, der ist nicht ganz das, was wir auch sind. Nee, also der hat ein anderes Gelübde abgelegt. Der hat eine andere Verpflichtung. Wir helfen vielleicht mal in Notzeiten, aber sonst nicht. Ich muss mein Vertrauen auch in ruhige Zeiten entwickeln, nicht nur in Notzeiten, wo ich dann jemandem helfe. Steht in meinem Handbuch. Und, naja, das ist ja das Schwierige. Jeder hat schon seine Verbündeten gemacht, seine besonderen Beziehungen, ist dem Bündnis verpflichtet, bis zum Tod, ganz klar, wenn eine Verpflichtung da ist. Und was machst du, wenn der Kurs kommt mit deinen Verbündeten, wo du froh warst, die endlich gefunden zu haben, auch auf deinem Spiri-Weg endlich gefunden zu haben, irgendwo, wo du alles aufgegeben hast und wusstest angeblich wofür. Na, das Aussortieren. Na, das ist nicht mein Verbündeter. Nee, das ist nicht meine Kirche, meine Musik, meine Kunstrichtung, meine Sportart, mein Beruf. Nee, das wären jetzt nicht in dem Team möchte ich nicht arbeiten. Ich bin in einem anderen Team. Und da bin ich verpflichtet. Wie in dem Song von Mark Knopfler. We have just one world, but we live in different ones. Wir haben nur eine Welt. Aber jeder lebt in seiner eigenen kleinen Gruppe, seiner eigenen Welt, Ordnung, mit eigenen Gesetzen und eigenen Regeln. Und natürlich, wer gehört zu uns? Das kann ich analysieren. Manchmal ist sogar eine Fahne da, manchmal eine Hymne, eine bestimmte Kluft, die Pfadfinder, eine bestimmte Musikart mit Instrumenten, die andere vielleicht gar nicht haben, und der entsprechenden Fangemeinde, denen ich treu bin. Und da bin ich natürlich dann auch großzügig. Und auf meine Verbündeten kann ich vertrauen. Übrigens, weil Verbündete in der Tagesschau, habe ich gelesen, die ersten Forderungen, Ukraine
er braucht schon auch jetzt allmählich Angriffswaffen, um nicht nur keine Niederlage erleiden zu müssen in der Verteidigung, sondern um siegen zu können. Angriffswaffen, nicht nur Verteidigung. Die ersten Forderungen. Werden immer lauter. Klar, die Verbündeten müssen jetzt zum Sieg verhelfen. Und nur verteidigen geht natürlich nicht, sondern angreifen. Ist das seltsam? Wundert dich das? Das Ego sucht Verbündete, um seine Interessen zu vertreten. Und hat eine Fußballmannschaft nur Verteidiger? Wenn du Schach spielst, hast du nur Verteidiger? Nee, du greifst doch an und überwindest die Verteidigung. Sonst kannst du ja nicht siegen. Und tot heißt, naja, das siehst du ja nicht. Die Figuren fliegen vom Schachbrett, das ist wie die sind jetzt am Friedhof. Hast den Gegner ausgeschaltet auf irgendeine Art. Ist doch klar. Anders geht's nicht. Aber sind wir dadurch alle in Beziehung? Alle in Beziehung. Nein, da bleibt die Trennung völlig ungeheilt. Da heilt gar nichts dadurch. Ganz im Gegenteil, die Verbündeten kämpfen gegeneinander. Untereinander natürlich nicht. Das sind ja Verbündete. Und die gehören ja nicht zu uns. Und jetzt sagt mir Jesus ganz klar, du kannst nicht zwei Welten sehen, entweder von allen getrennt oder mit allen eins. Und da brauche ich andere Gedanken als meine. Weil meine Gedanken sind nicht beziehungsfähig. Also Brüder würden wir niemals werden auf Erden. Wirklich nicht. Wenn, dann brauchen wir eine ursächliche, willentliche Idee und nicht verschiedene. Und einen Verbündeten zu haben oder viele ist für mich kein Ersatz für mit jedem, es muss möglich sein, mit jedem in Beziehung sein zu können. Das muss möglich sein. Mit jedem. Wenn ich kein Grüner bin, wer sind dann die Nazis? Wenn ich kein Linker bin, wer sind dann die Rechten? Wenn ich kein Buddhist bin, wenn ich kein Veganer bin, wenn ich kein Heilpraktiker bin. Wenn ich kein Öko bin.
wenn ich nicht emanzipiert sein will. Wenn ich überhaupt keiner Gruppe angehöre, sondern völlig tolerant bin, absolut tolerant, und nicht den Grünen sehe, sondern den Bruder, und nicht den Veganer sehe, sondern den Bruder, und nicht den Republikaner sehe, sondern den Bruder, und nicht den Indianer sehe, sondern den Bruder. Und nicht den Choleriker sehe, sondern den Bruder. Auch die medizinischen Diagnosen, wo es auch wieder Gruppen gibt. Ja, der ist Schizo, ja, der ist Psycho, ja, der hat, der ist Borderline. Ja, was denn noch alles? Der ist Autist. Ich mag keine medizinischen Gruppen von Patienten. Das sind auch Verbündete. Und dann unterhalten sich die Verbündeten in angeblichen Selbsthilfegruppen. Das ist die Hölle. Das ist eine unglaubliche Vielfalt. Unglaublich. Von allen getrennt. Und ständig wechseln die Gruppen, da kommen neue dazu. Einer stirbt und seine Kinder gehen in eine andere Gruppe, kriegen Kinder, die wachsen jetzt in der Gruppe der Eltern auf, werden Jugendliche, suchen sich eine andere Gruppe. Eine andere Musik, eine andere Partei oder gründen eine andere Partei. Und dasselbe mit Büchern, mit allem, mit Bildern, mit Architektur, mit Medikamenten, mit allem, mit Hunderassen, mit Urlaubsorten. Ja, wir fahren schon seit Jahren nach Südtirol. Na toll. Und haben da unsere Freunde. Und wir kennen uns und wir verstehen uns so gut und wir helfen uns. Und wann sind wir Brüder? Sozusagen einfach nur mal wirklich nackt, ohne dass der eine ein homöopathisches Heilmittel in der Hand hat und der andere ein anderes oder irgendeinen Gegenstand in der Hand hat oder irgendeine Uniform anhat, ohne Musik, einfach nur alle mal still, wirklich still. Ohne Bücher, einfach mal Mucksmäuschen still. Und sich dann an der Hand nehmen und sich zum ersten Mal ohne Ideologien sehen, ohne weltumspannende Ideen, ohne Philosophien, ohne irgendwelche Bücher, irgendein eigenes Lernen, ohne Religion, ohne Nationalität, ohne Vergangenheit. Und stell dir mal vor, jüngstes Gericht, und Jesus würde kommen, ich wäre dabei, du auch,
und wir würden über niemanden urteilen, sondern einfach nur jeden an der Hand nehmen. Und sonst gar nichts. Nur jeden an der Hand nehmen. Und ihn anschauen und dasselbe Antlitz sehen wollen. Und endlich wirklich, jetzt bist du das, was ich bin, auch nicht. Ah, ja, du bist auch, was ich bin, du bist auch ein Beatle-Fan, du bist auch, was ich bin, du bist auch so gern in den Bergen, du bist auch, was ich bin. Sondern wirklich, du bist auch jetzt, was ich auch bin. Wirklich. Und diese Lektion verallgemeinern. Und da braucht's keine Ideologie, da braucht's keine Bücher, da braucht's einfach nur eine kleine Bereitwilligkeit, auf alles andere zu verzichten, was dich angeblich mit jemandem verbindet. In einer Partnerschaft, in einer ganz allgemeine Beziehung. Aber jetzt brauchen wir einen Gedanken, den wir mit allen teilen wollen. Wollen. Ich wollte vorher Beatle-Fan werden. Ich wollte Ökohaus. Ich wollte das. Einen Willen hatte ich schon vorher auch. Um jemanden zu sagen, was ich sein will mit ihm. Was ich will. Und was, wenn ich jetzt voraussetze, jedes Lebewesen hat einen Willen? Davon gehe ich aus. Also ich spreche keinem Lebewesen, auch hier auf Erden, einen Willen ab. Wirklich nicht. Egal welchen Alters. Und was willst du? Siehst du unterschiedliche Bedürfnisse oder nur eins? Eins in jedem. Klar, ich sehe in jedem ein Bedürfnis. Ich spreche niemandem ab, dass er ein Bedürfnis hat nach etwas, dass er etwas braucht und etwas will. Selbstverständlich. Wer bin ich, dass ich das nur einem Lebewesen absprechen kann? Selbstverständlich. Du sollst erleben, dass dein Wille geschieht. Und dein Bedürfnis nicht missachtet wird. Und nicht unerfüllt bleibt. Und nicht vernachlässigt wird. Auf gar keinen Fall. Von keinem Lebewesen. Ich sehe, dass die Demonstranten ein Bedürfnis haben. Und die Polizisten und die Bürger. Und die Braunkohleindustrie und die Manager. Ich sehe, aber ich sehe auch, dass jeder Manager ein Bedürfnis hat. Und jeder Reiche, klar sehe ich in Elon Musk ein Bedürfnis.
und in dem hungrigsten, ausgehungertsten Kind in Südafrika und in dem Mafiaboss, der gefasst wurde, sehe ich mein Bedürfnis, meins in ihm. Und welches ist das? Wenn ich's in ihm sehen kann, was ist dann mein Bedürfnis, wenn ich's in einem anderen sehen will? Wirklich sehen will. Und sehen wollen heißt es sehen. Vor allem bin ich entschlossen zu sehen, dass jeder, und klar, ich habe ein Bedürfnis. Welches? Wenn ich einkaufen gehe, wenn ich eine Frau sehe, wenn ich ein Auto sehe, wenn ich Demonstranten sehe, wenn ich die Polizei sehe, wenn ich mir Socken anziehe, habe ich ein Bedürfnis. Ein grundlegendes. Weil ich kann nicht erwarten, dass jeder sich Socken anzieht. Manche gehen auch im Winter barfuß. Ich kann nicht erwarten, dass jeder Heilpraktiker wird. Das kann ich nicht erwarten. Ich kann nicht erwarten, dass jeder ein Ökohaus haben will. Ich kann nicht erwarten, dass jeder Baumwollekleider tragen will. Ich kann nicht erwarten, dass sich jeder das Amalgam aus den Zähnen nehmen lassen will. Was kann ich erwarten? Dass es jeder mit jedem erleben will. Welches Bedürfnis? Für mich allein, ohne Verbündeten, in jedem. Ihn ohne seine Partei zu sehen, ohne seine Religion, ohne seinen speziellen Beruf, ohne seine Ernährung, ohne seine Ernährung, ohne seine Musik, ohne seine Möbel. Wenn ich seine Fehler, was für mich Fehler sind, endlich in meinem Geist berichtigt habe, mit meinem, und wenn ich jetzt ein bisschen Respekt vor ihm habe, für ihn ist das, was ich denke, ein Fehler. Ohne meine Fehler, als richtig ihm gegenüberzustellen. Und nicht sagen, du liegst falsch und ich lieg richtig, sondern wir liegen ja wohl beide komplett falsch. Nicht nur du. Weil ich muss nur wirklich nicht dir vergeben, sondern mir. Und dich damit einschließen, nicht dich berichtigen, sondern dich und mich. Weil es ist nicht meins gut und deins schlecht. Nur weil sich's für mich gut anfühlt. Ich wähle doch meine Gefühle selber und suche mir dann die Verbündeten, die sich für mich auch gut anfühlen. Ja, und du machst doch dasselbe? Also hast du dasselbe wie ich, ein
Bedürfnis. Wonach? Wonach? Nicht allein sein, in Beziehung sein, glücklich sein, zu verstehen und verstanden zu werden, willkommen zu heißen, mein Herz für jemanden zu öffnen und herzlich willkommen geheißen zu werden. Und mich zu freuen und unterzuerleben, dass du dich mit mir freust. Und mich geliebt zu fühlen und zu fühlen, dass ich dich liebe, dass ich das liebe, was du machst. Dass ich dich liebe, dass ich das gern hab, was du gern hast. Dass ich dich gern hab und du mich gern hast. Und du gern in meiner Nähe bist und ich in deiner. Und du gern an mich denkst und ich gern an dich denk. Und ich fühle, dass ich nicht allein bin. Sondern nicht getrennt, sondern in einer Beziehung. In einer verpflichtenden, ja klar, einer verpflichtenden Beziehung. Und worin könnte die Beziehung, die Verpflichtung bestehen? An denselben Gott zu glauben, obwohl es andere Götter gibt, die an anderen sehr wohl einen anderen Namen haben und einen anderen Propheten und einen anderen Kult und andere Ehen, andere Gesetze, andere Kleider, andere Sakramente, andere Orte, die einen besonderen Glauben verlangen. Ich sehe schon das Bedürfnis nach Gott. Klar. Nach einer Ursache. Nach einem Schöpfer. Und ich sehe schon, dass Menschen sich lieben wollen. Und immer irgendetwas die Eigenschaft geben, das ist dann Liebe. Und das bedeutet dann für mich, da fühle ich mich geliebt. Das liebe ich. Wenn du das machst, wenn du so bist, da fühle ich mich geliebt. Da fühle ich mich dann auch in deiner Wohnung zu Hause. Da kann ich vertrauen. Und da wird mir auch etwas anvertraut. Da wird mir vertraut. Ich kann sogar Verantwortung übernehmen. Da werden mir deine Kinder anvertraut. Und ich darf Babysitter machen, weil ich dein Verbündeter bin. Vertraust du mir deine Kinder abends an, wenn du irgendwo anders hingehst. Und du vertraust mir dein Auto an und du vertraust mir deine Wohnung an und deine Bohrmaschine. Und ich vertraue dir meinen Körper an, wenn du den berührst. Nicht jedem, aber dir.
unterschiedliche Gedanken, unterschiedliche Wirkungen, voneinander getrennt, sind nicht miteinander, sind unversöhnlich, können nicht miteinander versöhnt werden, sind unversöhnlich. Nein, also damit kann ich mich nicht. Unversöhnlich ist dasselbe wie damit kann ich mich nicht anfreunden. Also das passt nicht zu mir. Naja, wie wenn zwei unversöhnlich sind und sich einfach nicht einig sein wollen. Und dann hast du auch unversöhnliche Wirkungen. Die streiten, die gehen sich aus dem Weg, die sagen sich nicht mal mehr guten Morgen. Wie wenn zwei Brüder unversöhnlicher geworden sind, ja, die sagen sich nicht mal mehr guten Tag, die schauen sich nicht mal mehr an. Die reden nicht mehr miteinander. Unversöhnlich. Da ist irgendwas passiert, das hätte nicht passieren dürfen. Eben, da ist etwas passiert. Und das müssen wir berichtigen. Sonst bleiben wir unversöhnlich. Und können uns nicht anschauen und nicht miteinander reden, weil du eine ganz andere Sprache hast und ganz andere Interessen und dir was ganz anderes wichtig ist. Mir ist was ganz anderes wichtig. Und das ist mir wichtig. Mir. Und damit bin ich nicht allein. Weil das, ne, je mehr wir sind, umso mehr schaffen wir auch. Und umso größer wird die Feindseligkeit, umso größer wird die Bedrohung für die anderen. Je mehr zahlenmäßig eine Gruppe in der Mehrheit ist, umso mehr weiß die andere, das sind ja dann mehr Angreifer da, als wir verteidigen können. Und die Angreifer fühlen sich stark, weil je stärker der Angriff, umso mehr kannst du siegen. Und die feindliche Linie durchbrechen, die etwas schützen soll. Naja, im Fußball das Tor, wo du den Sieg erbeutest, weil du den Gegner an der empfindlichsten Stelle im Tor getroffen hast. Und schon ist er wie ein Verwundeter. Er ist geschwächt. Und jetzt kannst du es natürlich nochmal probieren, weil jetzt weißt du, dass du stärker bist. Jetzt muss aber der andere nicht nur seine Verteidigung, sondern seinen Angriff stärken, weil der Angreifer schießt ja das Tor. Und um das geht's ja. Also brauchst du einen stärkeren Sturm, stärkeren Angriff. Und der ist ja gerechtfertigt. Also der ist sowieso gerechtfertigt. Weil das ist das Spiel. Schach siehst du ganz klar, zwei Verbündete
untereinander verbündet, gegnerische Mannschaften. Und Brüder? Und Schach ist praktisch rechts gegen links. Ist wirklich das perfekte Spiel. Und da musst du intellektuell, da musst du taktisch sein. Da brauchst du eine Taktik. Und du musst immer sicher sein, dass dein Verbündeter ganz genauso denkt, redet und handelt und dasselbe fühlt wie du, wenn er an die anderen denkt, nämlich Abscheu. Ein ganz klares Nein. Nein, du gehörst nicht zu uns. Nein, du bist das nicht, was wir sind. Unser Freund. Weil du bedrohst unsere Werte, unsere Ziele und wir deine. Müssen wir bedrohen? Weil je mehr wir sie bedrohen können, umso weniger überrennst du, zwingst du uns dein, was dir wichtig ist, auf. Also liegt in unserer Wehrhaftigkeit unsere Sicherheit. Und so folgt Angriff auf Verteidigung und Verteidigung auf Angriff. Und die verteidigen sich nicht untereinander und greifen sich auch nicht untereinander an. Eben nicht. Das tut der Gegner. Aber die Verbündeten bilden eine Angriffsallianz und eine Verteidigungsallianz und haben eine Strategie. Und sie wissen genau, wen sie lieben und wen nicht. Und was sie freut und was sie traurig macht. Ich erfahre die Wirkungen meiner Gedanken nicht allein. Und wenn du dir irgendwas anschaust, selbst wenn du die Bücher liest, es ist ein spezielles Gedankengut oder ein Besitz an Gedanken. Und da bist du im Geist reich. Und uns geht's um eine geistige Armut. Und das ist nicht geistig behindert sein. Damit ist nicht geistige Armut gemeint. Sondern endlich mal ohne deinen geistigen Besitz, den du auch geistig verteidigst. Und dieser Gedankenbesitz soll deinen Geist nicht verlassen, den brauchst du ja. Kann ihn auch nicht. Der geistige Besitz ist dasselbe dann wie der materielle. Und die geistige Verteidigung ist dieselbe wie hier. So trennst du deinen Geist von einem anderen. Du greifst buchstäblich einen anderen Geist mit deinen Gedanken an und trennst dich geistig. Und suchst dir auch geistig Verbündete mit geistigen Gedanken. Und die sind nicht nichtig und nicht neutral.
Und mit deinen Gedanken machst du das, was für dich wahr sein soll. In einer, aber es wird eine falsche Wahrnehmung draus, weil falsche Wahrnehmung ist falsch, weil in Wahrheit sind wir eins im Geist und nicht getrennt in unterschiedliche Splittergruppen. Wie wenn du einen Balken aufsplitterst in einzelne Splittergruppen, einen Spiegel zerschlägst in einzelne Splitter und aus einzelnen Splittern formst du dann wieder einen eigenen Spiegel, dem gibst einen Rahmen. Hast aber unterschiedliche Spiegel. Und so splitterst du dich immer mehr auf und trennst dich immer mehr vom Ganzen. Und das sind Ideen. Und wir haben eine Idee, Gott ist nur Liebe und daher bin ich's auch und Gott hat nur einen Sohn und der bin ich. Und dieser Gedanke ist auch nicht neutral, aber er ist wahr und muss wahrhaft, okay, er ist wahr, muss aber wahrhaft angewendet werden. Das Verallgemeinern der Lektion ist die Lektion und nicht das andere ausschließen. Und in irgendeiner fiktiven Zahl 144.000 oder weiß der Geier wie viele. Und darum scheren wir uns nicht um Nationen, um ethnische Gruppen, um Stammeszugehörigkeit, sondern nur um einen Vater. Und wir sind einfach nur mal Brüder und sonst gar nichts. Völlig parteilos. Ohne irgendetwas wertzuschätzen oder irgendwas gut zu heißen. Wir werden nicht aufgefordert zu urteilen. Das ist gut, das ist schlecht. Eben nicht. Sondern einfach nur die Idee, du meinst, du könntest dir vorstellen, dass jede Begegnung irgendwie das Potenzial einer Idee hat, wo du dann mit dem in Beziehung bist. Du kennst den Begriff Beziehung, wo du in Beziehung bist, ohne dass der andere was sagen muss, ohne dass das Zeit erfordert. So wenig Zeit, wo du dich erst vorstellen musst, dass es augenblicklich geschehen kann. Wie wenn du an der Ampel stehst und siehst jemanden und bist mit dem, mit dem bin ich ja in einer Beziehung. Aber was verbindet dich? Was verbindet mich dann? Womit bin ich in einer Beziehung? Warum bin ich in einer Beziehung? Weil du auch gern dieselbe? Nee. Ich brauche eine verbindende Idee, um mit jedem in, und die muss so verpflichtend sein, wie vorher ich mich eben auch verpflichtet hatte. Und ich brauche eine Verantwortung, die ich mit jedem teilen kann, wo jetzt niemand innerhalb meiner Gruppe unschuldig, aber der andere schuldig ist. Eine Verantwortung
für alle. Und eine Idee muss ja immer irgendwo eine Ursache haben, eine Quelle, aus der sie kommt. Ja, so wie zum Beispiel die Idee, humanistische Psychologie nach Friedrich Perls kommt aus der Quelle Friedrich Perls. Und dann habe ich die, die sich einer Idee der Gestalttherapie, das sind die Gestalttherapeuten, mit den Klienten, die Gestalt, die ihre Probleme gestalttherapeutisch heilen wollen. Naja, Fritz Perls ist aber nicht unser aller Vater. Vater einer Idee, Ursache. Gibt's einen gemeinsamen Vater, wo wir alle Brüder sind? Und Brüder sind ja in einer Beziehung und sind der Brüderlichkeit verpflichtet. Und was wäre, wenn, nehmen wir noch mal so eine Situation an diesem Braunkohlewerk, das eins werden soll, und da begegnen sich alle mit ihren Ideen. Dann hörst du die unterschiedlichen Sprechchöre, viele Stimmen, aber du hörst nicht eine einzige, die zu allen spricht, zur Polizei, zu den Demonstranten, zu den Mitarbeitern, zu den Sanitätern, zu den Einwohnern da. Du hörst nicht eine einzige Stimme, die zu allen spricht. Überhaupt nicht. Jeder überschreit den anderen. Jeder sammelt seine Anhänger um sich. Um sich. Weil jeder ein anderes Ziel hat. Ein unversöhnlicher Gedanke tut vieles, schmeißt alles um, was sich ihm an Behinderung, ihr behindert uns, in den Weg stellt. Wir lassen uns nicht unter, schmeißt alles um. Ein unversöhnlicher ökologischer Gedanke, ein unversöhnlicher politischer Gedanke, ein unversöhnlicher. Religiöser Gedanke. Ein unversöhnlicher finanzieller Gedanke. Tut vieles. Tut unglaublich vieles. Sammelt Verbündete um sich und schmeißt alles um. Nein, aus dem Weg. Wir haben unser Ziel. Unser Ziel ist das einzig Richtige. Unversöhnliche Ziele. Und was ich wertschätze, ja klar, das wird mich, ihr werdet mich dann verletzen.
Und solche Dinge sind für mich Lektionen, von denen ein Wille, endlich will, dass ich endlich mal begreife, wie sehr ein Vater mich braucht, eine Idee für uns alle. Und wie wenig ich das gelernt habe in der Welt. So zu denken und so zu reden und so wahrzunehmen mit dem Körper als Lernhilfe. Wie nehme ich Polizisten wahr? Ich nehme sie wahr. Wie nehme ich die Welt wahr? Mit den Augen des Körpers als Lernhilfe. Wie nehme ich sie wahr? Wie nehme ich Beziehungen wahr? Zu meinen Verbündeten. Eine Beziehung, ja, aber keine Verbündete. Und so kann ich lernen, und ich habe irgendwann nicht mehr aufgeben wollen mit der Idee, es muss möglich sein, ein einziges gemeinsames Interesse nicht unterschiedliche Interessen, sondern ein einziges gemeinsames. Es muss möglich sein, nicht unterschiedliche Bedürfnisse, sondern ein einziges Bedürfnis. Nicht unterschiedliche Willenskraftakte, sondern einen einzigen Willen. Miteinander. Miteinander, alle, mit allen miteinander zu teilen und nicht die Trennung, weil das ist die Trennung. So wird sie verursacht. Und in diesem, es muss in der Zukunft möglich sein, steckt die Erinnerung an ein Einssein, das es vorher gab. Als Grundvoraussetzung, dass Erlösung überhaupt möglich ist, ich war vorher schon, wie Gott mich schuf und will das endlich wieder sein. Nachdem ich mich erlöst haben werde, aber wie vor der Trennung. Und die Trennung löse ich nicht durch 12 getrennte Volksstämme auf, durch unterschiedliche Interessen. Weil das Ego versteckt sich im Körper. Körper sind unterschiedlich, aber derjenige, der sie träumt, ist es nicht. Die Träumer sind nicht so verschieden wie die Egos, die sie erträumen, und die Körper. Nein, Geister sind nicht verschieden, sonst wären sie getrennt. Sie sind verbunden, weil sie nicht voneinander verschieden sind. In dem, was sie denken, in dem, was sie wollen. Und Geister denken. Also muss es möglich sein, dass mein Geist,
denselben Gedanken denken kann wie deiner. Ungeachtet dessen, was du bereits denkst. Unabhängig von deinem vergangenen Denken, unabhängig von deinem angeblich gegenwärtigen Überzeugungen. Wenn ich vom Einssein ausgehe und nicht von der Verschiedenheit, dann sind wir sowieso nicht Getrennte, die Verbündete suchen müssen, um überhaupt einen Freund zu haben. Wer war ich, bevor die Idee, ich mache einen Körper, um Teile meines Selbstes von mir zu trennen, in meinen Geist kam? Und es war keine neutrale Idee. Die war nur insofern falsch, als es bis dahin nicht die Wahrheit war und ich dadurch auch die Wahrheit aber nicht verändert habe. Die ist schon so geblieben. Die Wahrheit über dich und mich haben die Religionen nicht verändert. Und die Parteien. In Wahrheit bist du das, was ich bin auch. Ich brauche gar keinen Verbündeten, um zu sein, was du nicht bist. Und angeblich mit irgendwelchen, und da ist es mir egal, wie viele Körper zu deiner Gruppe zählen, Mehrheit zählt nicht für mich. Und selbst wenn du in der größten Gruppe der Gläubigen wärst oder in der kleinsten, da sehe ich keinen Unterschied. Gruppe ist Gruppe. Also ich bin nicht hierher gezogen, um einer Gruppe anzugehören. Und hier meine Verbündeten zu haben. Sonst würd ich's nicht im Café erleben wollen. Und mit jedem, der anders aussieht, anders denkt, anders riecht, andere Eltern hat, sich anders anzieht, was anderes ist. Und ich suche auch nicht die, die dasselbe essen, dasselbe anziehen, dieselbe Musik hören und dieselben Vorlieben haben. Um ihre angeblich unterschiedlichen Bedürfnisse unterschiedlich zu befriedigen. Es gibt nämlich überhaupt nur, seit es ein Bedürfnis gibt, muss ich das eine Bedürfnis wieder ausdehnen. Und das kann nur der Vater stillen. Und unterschiedliche Bedürfnisse habe ich gemacht, die täuschen mich aber. Und darum täuscht es mich, wenn jemand es unterschiedlich befriedigt. Mit
irgendwas anderem, was ich gar nicht verstehen kann. Wie kann man nur so sein Bedürfnis befriedigen? Naja, und der andere versteht nicht, wie ich mein Bedürfnis so befriedigen kann. Also ist eine Partei selbstverständlich nicht ein neutraler Gedanke, aber ein falscher. Warum? Weil wir müssen ja lernen, einen Gedanken zu verallgemeinern, damit aus jeder Begegnung eine Beziehung entsteht. Und wenn eine Beziehung da ist, dann ist die da und muss nicht 5 Jahre angeblich dauern und ist dann nicht mehr, sondern die ist da und bleibt. Unabhängig von den unterschiedlichen Interessen, die hier immer noch erlebt werden. Aber die unterschiedlichen Interessen, da suche ich keine Gemeinsamkeit. Um darauf eine Beziehung aufzubauen, das möchte ich nicht, weil das trennt mich von anderen und schon kann ich da keine Beziehung eingehen. Weil es gibt Menschen, die haben so unterschiedliche Interessen, die wären mit meinen unversöhnlich. Und ich weiß, was ein unversöhnlicher Gedanke vermag. Wenn ich einen unversöhnlichen Gedanken hege, dann suche ich nur die, mit denen ich mich versöhnen kann. Aber ich bleib unversöhnlich. Nee, mit dir ist eine Beziehung unmöglich. Unversöhnlich. Also mit dir kann ich keine Beziehung eingehen. Ich wüsste nicht, womit ich mich mit dir verbinden sollte. Sondern ganz im Gegenteil. Auf gar keinen Fall mit dir eine Beziehung. Weil wir haben ja nur gar keine gemeinsamen Interessen. Sondern ganz im Gegenteil. Also du stößt mich ab, da würde ich mich schuldig fühlen. Na niemals, was sollen denn meine Freunde denken? Ich gehöre ja denn nicht mehr zu ihnen, sondern zu euch. Ich gehöre aber nicht zu euch. Ich gehöre zu uns und nicht zu euch. Und wann gibt's nur noch ein Uns? Nur noch ein Wir. Und kein Ihr. Wenn ich die Idee akzeptiere, es muss Liebe in einer Form geben, die macht uns zu Brüdern. Und diese Liebe wurde mal Agape genannt, um einen Namen dafür zu haben. Also nicht die Tierliebe, nicht die Liebe zur Rockmusik, nicht die Liebe zu meiner Partei, nicht die Liebe, weil die trennt uns. Das sind verschiedene Formen von Liebe. Da können wir nichts damit, da werden wir nicht eins damit, wenn wir das weiterdenken. Sondern eine Liebe.
die sogar Mann und Frau zu Brüdern werden lässt. Wo selbst diese Unterschiede, selbst die, einen Moment keine Unterschiede, keine Rolle spielen, Mann, Frau sein. Selbst die. Also eine universelle Brüderlichkeit. Völlig ungeschlechtlich vom jeweiligen Geschlecht her. Schließt natürlich eine brüderliche Sexualitätserfahrung mit ein zwischen Mann und Frau. Aber ein ganz anderes Gefühl, das kommt nicht von unterschiedlichen Körpern und nicht von unterschiedlichen Persönlichkeiten, unterschiedlichen Wünschen und kann natürlich in jeder Körpersituation erlebt werden. Auch beim Einkaufen natürlich. Aber jetzt brauche ich eine gemeinsame Ursache, eine Quelle. Und in dieser an sich ist Vergebung nur ein anderer Begriff für Agape. Weil da alle Unterschiede keine Rolle mehr spielen. Das heißt, da wird alles berichtigt, alles, was vorher zu falschen Ergebnissen geführt hat, nämlich doch wieder Konflikt, doch wieder Abgrenzung, alles berichtigt, eine wahre Wahrnehmung von allem und jedem. Und klar, ich habe ja immer Liebe gesucht. Muss es eine Form von Liebe sein? Und das Gefühl, dass wir uns lieben, muss natürlich entstehen dadurch, dass wir einander lieben, und an der Liebe, wenn wir erkennen, dass wir eins sind und eben nicht getrennt in unterschiedliche Ehen und Familien und Freundschaften, weil das ist die Trennung, in eine Gruppe getrennt von anderen. Und je größer die Gruppe, umso größer die Bedrohung für die andere. Und innerhalb der Gruppe fühle ich mich natürlich stark und geborgen und was weiß ich was und fühle mich geliebt. Und denke, jetzt habe ich gefunden, was ich gesucht habe. Das Ego sucht vehement nach Liebe. Na klar. Und Freundschaft. Aber in Wahrheit ist die Schöpfung eins und ich kann nicht zwei Welten sehen, stimmt? Aber ich muss mit der Welt, mit allem und jedem im Frieden sein. Und in Beziehung natürlich. Und aus praktischen Gründen muss da ein Augenblick vollkommen genügen. Weil ich kann nicht jeden stundenlang sehen. Und ich kann nicht jeden berühren. Und ich kann nicht mal jeden sehen. Aber ich kann an jeden denken.
auch den, den ich nicht sehe. Sogar an die Gestorbenen kann ich so denken, weil die gab es auch in unterschiedlichen Gruppen, mit unterschiedlichen Interessen, und die noch Ungeborenen. Und die Tiere natürlich, die Pflanzen, die Orte, die Sterne, klar. Nicht unterschiedliche Gruppen von Sternen, die eine Konstellation ergeben, wie eine Gruppe von Menschen, die wieder eine besondere Wirkung hat, die mich wieder von anderen trennt, weil ich habe heute gerade Mars im Quadrat und du nicht. Nee, das ist eine unversöhnliche Astrologie. Geht nicht. Also wenn, dann brauchen wir eine andere. Aber selbst da habe ich unversöhnliche Gruppen mit unterschiedlichen Konstellationen. Naja, das ist so, wie wenn Menschen in unterschiedlichen Konstellationen sind. Ich bräuchte einen Heiligen Geist, einen Lehrer. Und der sagt mir, du, klar sind es Lektionen, und jetzt alle Dinge, von denen eine Ursache, eine Wirkung für alle erzeugt. Und schon ist er die Idee, wir sind alle Brüder nicht mehr abgehoben, und nicht durchführbar, sondern endlich scheitere ich nicht mehr, wo ich früher gescheitert bin. Und kann die Welt erlösen, weil jetzt ist der einzige Zweck nur Heilung und sonst gar nicht. Nicht das Verfolgen irgendwelcher Ziele. Heilung. Und einfach nur in Beziehung sein. Ohne zu analysieren, womit bin ich in der Beziehung mit dir, was schätzt du wert, was verachtest du? Was fühlt sich für dich, wo spürst du hin? Na, ich spüre überall hin, um immer dasselbe zu spüren. Weil ich jetzt nur noch an eine Energie glaube und eine Stimme und ein Antlitz und eine einzige Form von Liebe, die für alle genügt. Und eine Gegenwart, in die ich alles mit einbeziehe. Und eine einzige Absicht. Und so will ich jeden sehen. Also ruht die Vergebung, jetzt wird alles berichtigt, mit denen irgendjemand vorher recht haben wollte. Jetzt ist alles derselbe Fehler gewesen, der immer berichtigt wird. Ein einziges Bedürfnis. Und dann sehe ich, jeder ist ein Bedürftiger. Und warum sollte nicht jeder Bedürftige ein einziges Bedürfnis haben, so wie hier jeder das Bedürfnis ständig hat zu atmen?
Also gibt's doch schon ein einziges Bedürfnis. Nach demselben, nach Luft. Nicht nach Bergluft und Seeluft und Meerluft, nach Luft. Weil auch ein Seemann atmet, wenn er in den Bergen ist, immer noch Luft. Und es muss nicht Seeluft sein, sondern Luft. Stimmt. Und so soll's mit Liebe sein, einfach nur Liebe. Nicht eine bestimmte, sondern sozusagen die Urform. Das ist wie wenn es erst nur Luft gegeben hätte und dann gab es Meerwasser und Berge und Blumen und seitdem gibt es unterschiedliche Luft. Und angenommen, es gibt überhaupt nur vollkommene Liebe und nicht unterschiedliche. Und vollkommene Freude und eine einzige Quelle, eine einzige Ursache für ein wirkliches Ja, ja, da ist nicht nur ein winziger Teil von dir das, was ich auch bin, und der Rest ist verschieden, sondern alles ist das, was ich auch bin. Und so erkenne ich, dass meine Probleme gelöst sind, die hier unlösbar sind. Und aus einem Ort des Krieges, klar, Schachspielen ist Krieg, wird ein Ort des Friedens. Und jetzt will ich mich nicht mit was Bestimmtem versöhnen, sondern ich nehme eine Generalsühne an, eine allgemeine Sühne. Ich will mit allem versöhnlich sein. Ich nehme die Sühne für mich an. Und bin geheilt. Weil ich jetzt keine Krankheiten mehr verursache und kein Leid. Nichts schmerzt, nichts muss mich mehr schmerzen. Ja, darum tue ich mich ja so schwer, mich gegen die Macht der Schmerzen zu entscheiden, weil als ob mir das wehtun müsste, was du machst. Mir muss das wehtun. Ich muss darunter leiden. Das muss meinen Ohren wehtun. Nur meine Musik darf meinen Ohren guttun. Schon habe ich im Guttun denselben Zwang wie im Schmerz. Und dich schmerzt, an dir muss dann das wehtun, weil dein Verbündeter sagt, du, das darf dir nicht guttun. Du gehörst zu uns. Uns darf nur das guttun. Und so komme ich auf, sind immer noch nicht neutrale Gedanken, aber irgendwas ist da falsch dran. Und muss berichtigt werden. Irgendwas stimmt da nicht.
weil da ständige Unstimmigkeiten da sind. Irgendwas stimmt da in der Mitte nicht. Das Zentrum muss verändert werden. Ich will schon, dass alles für mich wahr ist. Und will nicht ständig sagen müssen, das kann doch nicht wahr sein. Eben. Und warum soll es nicht etwas geben, wo ich immer sagen kann, das ist wahr? Nicht, das kann nicht wahr sein, sondern es kann nicht sein, dass es etwas gibt, aber das kann nicht wahr sein. Was soll das? Warum schließe ich die Möglichkeit aus, dass alles für mich wahr sein kann, was du machst und fühlst und willst? Warum solltest du nicht denselben Willen haben wie ich und dasselbe wollen wie ich? Was spricht dagegen? Alles, was dagegen spricht. Na, dann brauche ich Lektionen, wo ich dafür sein kann. Mit dir in einer Beziehung sein zu wollen. Ich bin dafür. Also muss es eine Verpflichtung geben, die ich mit jedem teile. Und ein Gefühl und eine Freude, die ich mit jedem teile. Und eine Liebe, die ich mit jedem teile. Und dann kann ich sagen, ja, das sind unsere Interessen. Ja, du gehörst zu uns. Und du gehörst zu uns. Und du gehörst zu uns. In unsere Gegenwart. Unsere Gegenwart schließt alles ein. Da wird niemand ausgeschlossen aus unserer Gegenwart. Wenn wir einen Kreis bilden würden, da wäre jeder drin. Wenn wir einer zu Hause hätten, da wäre jeder willkommen. Und da dem nicht so ist, brauchen wir eine gemeinsame Heilung. Jeder eine Rolle für sich allein. Um dadurch nicht mehr allein sein zu wollen, als Motivation. Weil wer will schon lange in einer Rolle für sich allein sein? Das ist doch nur der Beginn des Lernens. Ich will ja nicht allein bleiben. Ich soll ja nicht. In jeder Begegnung soll ich ja eine Beziehung erleben. Die ist ja verpflichtend.
Ich will allen meinen Brüdern vertrauen, denn jeder meiner Brüder ist mit mir eins. In einer wahren Idee. Und dann gibt's keine Fronten mehr. Und keine aufeinanderprallenden Wünsche, Herzenswünsche und Überzeugungen. Weil das geheilt ist dann, kann das gar nicht mehr erlebt werden. Such die Erfahrung. Und mehr muss ich nicht lernen.